Blaubeer Auflauf für 4 Personen, 3 Eier mittlerer Punkt, 60 Gramm brauner Zucker mittlerer Punkt, eine Prise Salz mittlerer Punkt, 40 Gramm Butter oder Margarine mittlerer Punkt, 175 ml mittlerer Punkt, 100 Gramm Mehl mittlerer Punkt, 40 Gramm gemahlene Haselnüsse mittlerer Punkt, Fett für die Form mittlerer Punkt, 400 Gramm Blaubeeren mittlerer Punkt, 2 Becher saure Sahne, 300 Gramm, die Eier trennen. Das Eigelb mit 40 Gramm Zucker, Salz, zerlassenem Fett, Milch, Mehl und Nüssen verrühren. Eiweiß steif schlagen und unterheben. In eine flache gefettete Form, 30 cm Durchmesser, füllen und im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Celsius mittlerer Punkt edler verwandter Eiern bietet FT von allen Kohlsorten dezatete und beatzt ein ST, 31 et, TLX. Glattet Krili, knackig und ohne dunkle Umluft 15 Minuten backen. Blaubeeren verlesen. Auf dem Teig verteilen. Saure Sahne und restlichen Zucker verrühren und darüber gießen. Temperatur auf 200 Grad Celsius verringern und den Auflauf weitere 10 Minuten backen. Schmeckt warm und kalt. Nudelsalat mit Käse für 4 Personen. 300 Gramm Nudeln 1. Eine Gemüsebrühe 2 rote Beete 1 bis 2 Olivenöl außerdem 100 Gramm Feldsalat 200 Gramm Pfefferkäse 1 Tasse Sonnenblumenkerne 1 Becher saure Sahne 2 mittelscharfen Senfsaft von 1 Zitrone 1 Tasse gemischte, gehackte Kräutersalz Pfeffer aus der Mühle 1 Prise Zucker 1. Die Nudeln in die kochende Gemüsebrühe einrühren 2. Die geputzten und in Würfel geschnittenen rote Beete mit dem Olivenöl dazugeben und die Nudeln darin je nach Größe in 10 bis 15 Minuten garen. 3. Die Nudeln und die rote Beete aus dem Sud nehmen, gut abtropfen lassen und in eine Schüssel geben. 4. Den Feldsalat verlesen, waschen, gut abtropfen lassen und dekorativ auf 4 Tellern anrichten. 5. Den Pfefferkäse in Würfel schneiden, die Nudeln auf dem Feldsalat verteilen und mit dem Pfefferkäse belegen. 6. Anschließend den Pfefferkäse mit gerösteten Sonnenblumenkörnern bestreuen. 7. Die saure Sahne mit dem Senf und dem Zitronensaft glatt rühren und die gehackten Kräuter untermischen. 8. Die Soße mit Salz, Pfeffer und Zucker kräftig abschmecken, gleichmäßig auf dem Salat verteilen, ausgarnieren und sofort servieren. Sellerieschnitzel für 4 Personen. 2 große Sellerieknollensaft von 1 Zitrone 1/21 Gemüsebrühe einige Tropfen Worcestersauce Salz, Pfeffer aus der Mühle 1 Tasse Mehl 4 Eier 2 Tassen Semmelbrösel 1 Tasse geriebenen Parmesan Käse Butterschmalz zum Ausbacken 1 Tasse Salat Mayonnaise 1 Becher Joghurt 2 bis 3 mittelscharfen Senf 2 bis 3 Sahne Meerrettich 1 Prise Zuckerkräuterzweige zum Garnieren 1. Die Sellerieknollen putzen, schälen und in Zentimeter dicke Scheiben schneiden, mit Zitronensaft beträufeln 2. Die Gemüsebrühe erhitzen und die Selleriescheiben darin bis fest garen, herausnehmen und bereitlegen 3. Die Selleriescheiben mit Zitronensaft und Worcestersauce beträufeln, mit Salz und Pfeffer würzen und in Mehl wenden. 4. Die Eier in eine Schüssel geben und verschlagen. Die Semmelbrösel mit dem Parmesankäse verrühren. 5. Die Selleriescheiben durch. Geflügelsülze auf Salat für 4 Personen, Geflügelsülze auf Salat 2 Hähnchenbrustfilets 3/4. Eine Geflügelbrühe 1/2 Tasse Obstessig ein Lorbeerblatt einige Nelken, Pfefferkörner einige Wacholderbeeren 400 Gramm Mischgemüse, TK-Produkt. Schwarzwurzeln, Erbsen oder Karotten, Salz, Pfeffer aus der Mühle eine Prise Muskat 12 bis 14 Blatt weiße Gelatine einige Estragonzweige 250 Gramm Blattsalate ein Bund Radieschen einige Tropfen Olivenöl einige Tropfen Aceto Balsamico 1. Die küchenfertigen Hähnchenbrustfilets in die kochende Geflügel- oder Gemüsebrühe geben 2. Den Obstessig dazugeben, das Lorbeerblatt, die Nelken, die Pfefferkörner und die Wacholderbeeren in einen Gewürzbeutel geben, in den Sud legen und die Hähnchenbrustfilets darin bei mäßiger Hitze in 15 bis 20 Minuten gar ziehen lassen. 3. Kurz vor Garende das Mischgemüse ebenfalls in den Sud legen, mit Salz, Pfeffer, Muskat kräftig abschmecken und das Gemüse darin garen.
Vierter nach Garnde die Filets und das Gemüse herausnehmen, gut abtropfen lassen und bereitstellen. Fünfter den Sud durch ein Küchentuch passieren, nochmals erhitzen und darin die gewässerte Gelatine auflösen. Sechster die Estragonzweige auf den Boden einer Sülzform legen. Mit den Hähnchenbrustfilets belegen und das Gemüse darauf verteilen. Siebter dem Gelatinesud noch mehr abschmecken und darauf verteilen. Im Kühlschrank vollständig erkalten lassen. Achter vor dem Servieren die gelesenen Blattsalate anrichte die Radieschen dazugeben, mit Olivenöl und Aceto Balsamico beträufeln. Die gestürzte Sülze darauf lege das Ganze ausgarnieren und sofort servieren. Weinsülze für 4 Personen. Erster die Butenbrustfilets in Würfel schneiden. Die Brühe mit dem Weißwein zum Kochen bringen. Zweiter die Gewürze in einen Gewürzbeutel geben, in den Sud legen, die Fleischwürfel dazugeben und das Ganze bei mäßiger Hitze in 15 bis 20 Minuten garen. Dritter die Brühe durch ein Küchentuch passieren, die Fleischwürfel mit den Kampignons in einen Topf geben, mit der Brühe auffüllen und nochmals aufkochen lassen. 4. Die gewässerte Gelatine darin auflösen lassen und mit Salz, Pfeffer, Muskat, Cayennepfeffer, Zitronensaft und Worcestersauce abschmecken. Fünfter das Fleisch und die Pilze in Sülzförmchen geben, mit der Brühe auffüllen und im Kühlschrank erkalten lassen. Sechster die Sahne mit der Mayonnaise und dem Senf glatt rühren, mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Worcestersauce abschmecken. Siebter die Soße auf Tellern verteilen, mit den enthäuteten, entkernten und Kirschauflauf die Schattenmorellen abtropfen lassen. Eier trennen. Eiweiß steif schlagen, dabei 3 Ehl Zucker einrieseln lassen. Butter cremig rühren, restlichen Zucker, Eigelbe, Vanillezucker und Quark unterrühren. Dann Grieß unterrühren und den Eischnee unterziehen. Zweiter eine Auflaufform fetten. Die Schattenmorellen mit 2 bis 3 Ehl Haferflocken mischen. Quarkmasse und Schattenmorellen einschichten, die unterste und die oberste Schicht sollte Quarkmasse sein. Mit restlichen Haferflocken bestreuen. Im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad Celsius Umluft 30 bis 40 Minuten backen. Mit Puderzucker bestäubt servieren. Scheiterhaufen für 4 Personen 4 Brötchen oder Semmeln vom Vortag mittlerer Punkt 2 säuerliche Äpfel mittlerer Punkt 250 ml Milch mittlerer Punkt 2 Eier mittlerer Punkt 3 Ehl Puderzucker mittlerer Punkt Salz mittlerer Punkt 2 bis 3 Ehl Butter mittlerer Punkt 3 Ehl Rosinen oder Korinth mittlerer Punkt 2 Ehl Mandeln oder gehackte Haselnüsse. Die Brötchen oder die Semmeln in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. Die Äpfel schälen, halbieren, entkernen und in ca. 1-2 cm dicke Scheiben schneiden. Milch mit Eiern, 2 Ehl Puderzucker und einer Prise Salz in einer Schüssel verschlagen. Eine feuerfeste Auflaufform mit 1 Ehl Butter einfetten. Die Brötchen und Apfelscheiben abwechselnd in die Form schichten. Die Rosinen darüber streuen und verteilen. Alles mit der Eiermilchglebe gießen. Die Auflaufform-Sichtfolie abdecken und circa einziehen lassen, bis sich die Brötchen mit der Milch vollgesogen dann die Mandeln über der streuen. Die übrige Butter in Flock über verteilen. Den Scheiter vorgeheizten Ofen bei 160 Grad Celsius 40 Minuten backen. Zum Ser dem restlichen Puderzucker. Apfelterrine mit Hühnerleber für 4 Personen. 4 säuerliche Äpfel, einige Tropfen Zitronensaft, 500 Gramm Hühner- oder Butenleber, 5 bis 6 Ehl Butter oder Margarine, Salz, Pfeffer aus der Mühle, eine Prise Muskat, ein Bund Petersilie, 2 bis 3 Ehl Weinbrand oder Sherry, 1 Ehl Dijon-Senf, einige feste Salatblätter, einige Tropfen Aceto Balsamico. Einige Tropfen Olivenöl. Erster die Äpfel schälen, entkernen und vierteln, mit Zitronensaft beträufeln. Zweiter die küchenfertige Leber unter fließendem Wasser waschen, trocken tupfen und halbieren. Dritter etwas Butter oder Margarine in einer Pfanne erhitzen und die Leber darin bei mittlerer Hitze kurz andünsten, herausnehmen und zugedeckt beiseite stellen. Vierter im verbliebenen Bratfett die Apfelschnitze dünsten. Die Leber dazugeben. Das Ganze mit Salz, Pfeffer, Muskat, Weinbrand oder Sherry und Senf kräftig abschmecken und mit Zitronensaft abrunden. 28. Fünfter die verlesene, gewaschene und fein gehackte Petersilie zum Schluss untermischen.
Vom Feuer nehmen und vollständig erkalten lassen. 6. Die gewaschenen Salatblätter kurz in heißes Wasser legen und anschließend eine Terrinenform damit auskleiden. 7. Die Leber und Apfelstücke dekorativ hier einschichten und gut andrücken. Die restliche Butter zu dem Form in der Pfanne geben und gleichmäßig auf der Terrine verteilen. 8. Die Salatblätter darüber schlagen, die Terrine mit Alufolie oder Klarsichtfolie verschließen und das Ganze im Wasserbad in 45 Minuten garziehen lassen. 9. Nach Ende der Garzeit die Terrine herausnehmen, beschweren und erkalten lassen. 10. Erst dann in den Kühlschrank stellen und am besten über Nacht ziehen lassen. 11. Die Apfelterrine vor dem Servieren in Scheiben schneiden, dekorativ anrichten, mit Blattsalaten verzieren und diese mit etwas Aceto Balsamico und Olivenöl beträufeln. Getreidebratlinge. 8. Den Getreidebrei vom Feuer nehmen, leicht erkalten lassen, den Emmentaler und die Eier darunter schlagen. 9. Die Masse mit Semmelbröseln leicht binden und nochmals kräftig abschmeckeln. Mit feuchten Händen Bratlinge formen, das Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und die Bratlinge darin auf beiden Seiten goldgelb ausbacken. 10. Die gebundene helle Soße in einen Topf geben und erhitzen. Den Schmelzkäse dazugeben und unter ständigem Rühren auflösen lassen. 11. Die Soße mit Salz, Pfeffer, Muskat, Zitronensaft und Worcestersauce kräftig abschmecken und auf heiße Teller verteilen. 3. Die Getreidebratlinge auf die Soße geben, das Ganze ausgarnieren und servieren.